und wir können uns eine neue Front in diesem Kampf nicht leisten. Die gefallenen Spleißer bereiten genug Ärger. Also, begib dich hinunter. Wenn die Spleißer die Schar aufwiegeln, müssen wir wissen, wie und warum sie das tun. Und du musst dem ein Ende setzen. Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Destiny Rise of Iron. Wir haben in der letzten Folge die Story-Mission quasi abgeschlossen. Und begeben uns jetzt... Die Schar greift die Spleißer in der Nähe des gestrandeten Tankers an. Geh dahin und finde heraus, warum sie sich gegenseitig an den Kragen wollen. Ja, wir haben das, die Story-Mission abgeschlossen und sind hier jetzt unterwegs in den Suchen, die man noch so immer kriegt. Ihr kennt das ja wahrscheinlich. Erledige das und das. Wir sollen jetzt, eine Mission, wo es um einen Aufstand der Schar geht. Und da sollen wir uns mal ein bisschen umhören, was hier so los ist. Was war denn das gerade für ein Geräusch, ey? Es ist gut möglich, dass wir mitten in einen territorialen Streit hineinlaufen. Alter! Etwas sagt mir, dass dann noch mehr dahinter steckt. Was war das denn, ey? Die Schar kann sehr defensiv sein, doch was ich hier registriere, sieht wie ein totaler Angriff aus. Das Geschnatter ist aggressiv, wütend. Das ist nicht nur eine Machtdemonstration. Die Schar ist hinter irgendetwas her. Oh, das ist nicht gut. Ich werde mal gucken, wie ich das jetzt weitermache. Ob ihr mit in den Suchen dabei sein wollt, da könnt ihr mal Bescheid sagen. Denn man kann ja so verschiedene, gibt es immer. Erwartet, aber das, sie sind im Krieg. Vernichte so viele du willst, doch würde ich raten, finde den Spleißer, der diesen Kampf anführt und schalte ihn aus. Okay. Ja, wir können ja beides machen. Oh, hi. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bei allen Suchen dabei sein wollt oder nur die, die solche Missionen haben. Denn, ach, das ist er. Hoch oben, bei der Überführung. Denn es gibt ja auch andere Suchen, die keine Mission haben, so wie die hier. Was ist das denn? Ach, schade, ich dachte, das ist irgendwie ein Collectible oder so. Und zwar habe ich auch als Mission, als Suche, man soll, Alter. Ja, darf ich jetzt mal reden, dass man Patrouillen abschließen soll. Die sind jetzt freigeschaltet in den verseuchten Landen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch dabei sein wollt. Und wie das aussieht, ob wir auch vielleicht so ein Roto machen wollen für das Buch, dass wir das Buch abschließen. Könnt ihr ja mal alles in die Kommentare schreiben, wie es weitergehen soll. Kodiertes Spleißer. Ist ein kodiertes Relais vom Spleißer Hohepriester. Es gibt Hinweise, dass die Schar hier ist. Entweder verheimlicht der Spleißer Hohepriester der Schar etwas, oder er hat ihnen etwas weggenommen. Durchsuche die Überführung. Versuche noch andere Sachen zu finden. Ja, ich muss gerade erstmal den Weg finden da hoch, ey. So, hier hochspringen. Dann hier hochspringen. Und dann hier, jawohl. Richtige Genies sind wir. Ja, also schreibt mal in die Kommentare, wie es jetzt weitergehen soll. Ob ihr noch mehr davon sehen wollt. Ob ich jetzt nur noch Strikes und PvP aufnehmen soll. Oder ob ihr auch in den Suchen dabei sein wollt. Mir ist es eigentlich, ja, nicht egal. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in den Suchen dabei sein wollt. Wenn ihr da weiterhin aktiv seid. Und wir hier noch ein bisschen mehr Spaß haben können zusammen in Destiny. Okay, ich hätte gedacht, dass man das vielleicht kaputt schießen soll. Wo soll man denn hier jetzt hin? Ach so. Warum sagt mir das denn keiner? Nee, das ist falsch. Das ist ein Weg nach oben. Wo sollen wir denn da jetzt hin? So.
So, hier zeigt er mir an. Hä? Bin ich gerade behindert oder ist hier irgendwas falsch? Also behindert bin ich ja immer, das weiß ich schon. Aber irgendwas stimmt hier gerade nicht, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Müssen wir noch weiter hoch? Ah, wir müssen wahrscheinlich noch weiter hoch, wa? Oder? Okay. Ja, ah, okay. Was immer die Spleißer hier weggeschlossen haben, die Schar hungert danach. Öffnen wir doch einige dieser Container. Mal sehen, was ihr Hohepriester verbirgt. Na, ich weiß nicht, ob ich die Container öffnen möchte. Denn wenn ich mich an Payday erinnere, im zweiten Video, da habe ich auch einen Container geöffnet und da kam ein Juggernaut raus. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. Nicht, dass er hier gleich auch so, moin. Oh, da ist er hingefallen. Ich mach mal hier erstmal ein bisschen Räumi-Räumi auf. Keinen kommen. So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Den Container hier. Versuche, das Schloss zu öffnen. Bewegt sich nicht. Suchen wir uns eine andere. Okay. Kann ich jetzt alle öffnen quasi, oder? Nur bestimmte. Ach man. Ah, wahrscheinlich müssen wir noch weiter. Und werden die dann da finden. Wie viele sind denn da jetzt, ey? Finde ich nicht in Ordnung. So, geh mal. Nein! Alter! War das knapp, ey. Oh, Moment mal. Mann, warum bringt das denn nichts? Okay, hier, das können wir öffnen. Das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Nichts. Such weiter. Woher wusste ich das? Das wird irgendwie der ganz letzte, ganz hinten sein, so wie es immer ist. Und wahrscheinlich wird uns da irgendwas Hallo sagen. Ach, hier ist auch einer. Dicht gemacht. Probiere einen anderen Container. Ja, der geht auch nicht, wie zu erwarten war. Das nehme ich mit, dankeschön. Den können wir auch öffnen. Probieren wir auch mal, auch wenn ich denke, dass der auch nicht gehen wird. Ja. Kein Glück. Wir sollten jedoch weitersuchen. Ich bin echt ein Hellseher, wa? Oh, ho, ho, ho. Ach, wir sind hier auf einer Brücke. Aha. Oh, ein Spleißerschlüssel. Das habe ich auch gelesen, denn ich hatte... Ach, ich habe euch noch gar nicht das Schwert gezeigt, ne? Stimmt. Ah, Moment. Ich habe dann nämlich... eigentlich wollte ich ja in dem Eisentempel da weitermachen. Aber das hatte sich nicht gelohnt, weil da habe ich nur die ganzen Suchen gekriegt. Das hier ist das Schwert. Das haben wir bekommen am Ende der letzten Folge. Wir können es uns auch mal hier im Menü angucken. Nein, nicht das. Das. Da ist es. Es sieht echt geil aus. Also ich finde es echt richtig nice vom Aussehen her. Und die Werte sind auch nicht schlecht. 340 Angriff, das kann man mal haben. Das ist bis jetzt, glaube ich, mein stärkster Angriff, den ich habe. So, wir können das ja auch gleich mal testen eigentlich, ne? Alter, ich hasse mich. Alter, nee. What the shit? Wo bin ich denn jetzt, Alter? Was geht hier gerade ab? Och, nö. Muss ich jetzt wieder nach da? Ja, wow. Alles klar.
Dann müssen wir noch mal kurz hoch. War hier nicht noch ein anderer Weg eigentlich? Ach, egal. Ach nee, das ist er. Och, nö. Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Wie wär's denn mal, wenn du mich da jetzt hochlässt? Danke. So, dann müssen wir noch einen höher. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Von daher dauert das nicht allzu lange. Ich hoffe, die sind da nicht alle wieder gespawnt. Aber sieht nicht so aus. Finde ich gut. So, dann wollen wir mal schnell. Da ist ein großes Loch. Hallöchen. Ich bin wieder da. Da steht er da oben, Alter. Tschüss. Bin auch gerade runtergefallen. Was macht er für Geräusche? Hier stimmt was nicht. Ach, ich hasse es, recht zu haben. Wiedereinstieg eingeschränkt, das war ja klar. Hier stimmt etwas nicht. Ja, und weißt du, was hier nicht stimmt? Mein Auge juckt. Das stimmt nicht. Ja, hier, komm, mach auf den Shit. Ich bin weg. Das ist nicht gut. Ach! Wäre ich nicht drauf gekommen, du. Gesammelte Hinweise. Haifülle. Okay. Was wollen die denn jetzt alle hier? Macht mal einen Abgang. Nein, ich find's nicht in Ordnung. Echt nicht. Oh. Hä? Ach so, du bist das. Du hast dich gerade angehört wie eine Hexe. So, weg mit dir. Die Heilfülle nehmen wir auch. Oh, wir haben erst 32. Okay, da wird noch ein bisschen was kommen. 36 erst. Wie sie alle aus den Containern rauskommen, ey. Finde ich nicht in Ordnung. Da. Burn dich, Alter. Burn dich. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ja, halt's Maul. Kann's auch mal schön ruhig sein. Also, wo kommen sie jetzt raus? Nee. So nicht. Oh, oh, daneben auch. Da denken sie sich doch, doch, so schon. Ach, weißt du was? Fress mein Schwert! Nein, lauf, lauf, die explodieren, die explodieren. Bei denen sollte ich kein Schwert benutzen. Aber das Schwert können wir gleich nochmal ein bisschen besser in Action sehen. Moment. Wo sind die denn jetzt? Aha! Eine Hexe! Oh, zwei Hexen. Aber auch das ist kein Problemchen. So, schön die Heilfüllen mitnehmen. Zack! Alter, das Schwert ist gut. Bam! Der Spleißer, hohe Priester. Alter! Sammelt sie. Das sind ein paar. Die Schar auf dem Kriegspfad ist. Gibt es eine Möglichkeit, dass okay. Das nicht mit den Spleißer-Experimenten mit Siva zusammenhängt? Gering bis gar nicht. Es gab starke Siva-Messungen über der gesamten Schar, die sie verpackt hatten. Gemeinsam mit einer seltsamen Hitzesignatur. Okay, hier sind wir jetzt fertig. Gut, wir müssen da unten weiter.
Aber ich hätte die gerade gerne noch alle getötet gehabt. Das hätte ordentlich gerumst da. Ich hatte da ja auch meine Ulti reingesetzt. Okay, wo geht es jetzt hin? Ich denke nicht, dass die Spleißer die Leibeigenen einfach so verdrängen. Die Rolle der Spleißer in den gefallenen Häusern ist die eines verrückten Wissenschaftlers. Oder Warlocks. Klar, wollte nicht derjenige sein, der es sagte. Die Sache ist die, sie sind das Großhirn der Gefallenen. Wir haben gesehen, was sie mit begrenztem Wissen über Siva tun können. Im Grunde haben sie ihre eigene Weiterentwicklung gewaltsam erzwungen. Also... Es gibt Siva-Messwerte überall in dieser Region. Ich werde versuchen, sie mit den spezifischen Hitzesignaturen, die wir gefunden haben, zu vergleichen. Was, wenn sie dasselbe mit der Schar vorhaben? Sie könnten sie kontrollieren. Oder schlimmer. Da. Oh, nö, nicht die Schar auch noch. Das ist zweifellos der richtige Ort. Ja, ich seh's, ich seh's. Aua, 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 aua. Einmal kurz Rückzug. Alter, habe ich da gerade Hard Damage reingekriegt. Fand ich nicht so cool. Ich mach die Dinger da mal weg. Weiß gar nicht, ob das was bringt. Aber ich mach's mal einfach. Alter, was kommt denn da alles? Wollt ihr mich verarschen? Ich muss einmal noch mal kurz zurück regenerieren. Einmal kurz die Aussicht genießen. So, und weiter geht's. Super ist auch wieder bereit, aber das lohnt sich hier jetzt nicht mehr. So, das komische Pflänzchen da haben wir auch weg. Alter, sag mal, was hält denn der aus? Ganzes Magazin ohne Probleme, ey. Fast noch ein zweites. Nein, nein, nein. Ey. Ist ja nicht gerade einer unsichtbar geworden? Okay, okay, okay. Kann man da oben rein? Tatsache. Hier ist aber nichts. Okay. Wir sollen in die Höhle. Da bin ich mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ein Pflänzchen. Oh! Digga! Was? Da habe ich mich leicht erschrocken, eventuell. Kann ja mal passieren. So, mach du mal deinen Job. Ach, das scannst du. Schlimmer könnte es nicht sein. Die Spleißer sind nicht im territorialen Krieg mit der Schar. Sie experimentieren an ihr. Und falls der Spleißer-Hohepriester bereit ist, so weit zu gehen, dann hat ihn diese Macht entweder verrückt gemacht oder er nimmt Befehle von jemandem an, der durchgedreht ist. Ein Archon vielleicht? Oder ein Primus. Egal, beides ist schlecht. Jetzt haben wir aber ein klares Problem. Wir müssen diesen Hohepriester finden und seinen Gräueltaten ein Ende bereiten. Okay. Also dieser Archon... Ich blick da gerade nicht so ganz durch. Mit den Namen komme ich ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall ist da jemand, der mit der Schar herum experimentiert, Siva an den verwenden will. Was ziemlich übel für uns. Und das wollen wir natürlich nicht. Denn, ey, das wäre voll übel, wenn die dann die Schar kontrollieren. Die stehen ja eigentlich in Konkurrenz. Also Schar und, die Gefallenen sind ja eigentlich keine Freunde. Von daher, wenn die dann auch noch die ganze Schar unter Kontrolle hätten, das finde ich dann doch nicht so gut. Ich denke, da sollte man dann doch was machen. So, das haben wir alles. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier für diese Folge. Wir haben knapp 20 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen in Form eines Likes oder Kommentars. Und schreibt mal in die Kommentare, wie es weitergehen soll. Ich kann das ja mal gerade zeigen. Ein paar Suchen, zum Beispiel die hier. Die wurde gerade aktualisiert.
Da soll ich ein Strike abschießen. Oh, okay, das werden wir ja eh machen. Keine Frage. Dann hier soll ich Patrouillen abschließen in den verseuchten Landen. Dann edle Taten. Ich weiß noch nicht, was die edlen Taten sind, aber okay. Und Gefallene töten in den verseuchten Landen, aber das wird ja eh passieren. Und die Mission hier habe ich dann noch. Schließe die Anomalie-Scan-Patrouille in der Nähe des Burgfrieds des Archons ab. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich da weitermachen soll. Ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Strikes werden auf jeden Fall auch noch kommen und PvP. Oh, nice. Aber ja, man könnte das ja auch mit dem jedenfalls. Hätte ich da echt gut Bock drauf. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Und dann sehen wir uns auch wieder im nächsten Video. Tschüss.